Moin, liebe Top-Familie draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal und seit langem, also wirklich seit langem mal wieder zu einer Folge zu Wer wird Millionär? Das ist ewig lange her, also ich bin hier schon gerade am gucken, weil ich so gucken wollte, wann die letzte Folge kam, aber die kam wohl vor über einem Jahr. Also das ist wohl echt, echt lange her und deswegen habe ich mich so entschieden, komm. Lad doch noch mal eine Folge hoch. Ich weiß gleich nicht, wo ich mich hinsetzen muss, aber ich werde ja nicht sitzen bleiben, weil sonst hier ja auch die Antworten stehen. Lasst auf jeden Fall, wie immer, sehr gerne einen Daumen nach oben auf jeden Fall da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch immer zu diesen Videos hier auch mal benachrichtigt werdet. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, wir spielen einfach Spiel des Tages. Wir machen das so wie bei TimeGuessr. TimeGuessr wird auch wieder kommen, hat jetzt ein bisschen pausiert, wird aber auch wieder regelmäßig kommen, weil das macht mir auch immer sehr, sehr viel Spaß, das dann ja auch zu erraten. Wir spielen Spiel des Tages und ich glaube, es kommt wie immer Werbung. Möchten Sie mit Zeitlimit spielen? Nein. Wählen Sie die Risikovariante. Komm, wir wählen die Risikovariante. Oh, bringen Sie diese Jahreszahlen in chronologische Reihenfolge. Ich wollte mich erst umsetzen. Dim, 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 dim. 8 Sekunden. War in Ordnung, oder? 8 Sekunden ist gut. So, dann würde ich sagen, mache ich mich jetzt kleiner. Hallo, ich bin jetzt ganz, ganz klein und positioniere mich um. Und das hier ist jetzt hier mein Hauptplatz. So, Günther, was hast du denn hier für Fragen für mich? Für 50 Euro wurde ein Meeresbewohner von Amos Pfeil getroffen. So ist er. A. Total verknallt. B. Spontan in Liebe entbrannt. C. Etwas verschossen oder D, Fisch verliebt. Statt frisch verliebt, Fisch verliebt, ja, dann ist der Fisch wohl verliebt. Was steht bei Otto Normalverbraucher eher nicht auf dem Speiseplan? Holzfällersteak, Astronautenkost, Bauernfrühstück oder Studentenfutter? Studentenfutter essen viele sehr gern. Bauernfrühstück kann man auch, Holzfällersteak auch. Aber Astronautenkost, glaube ich, kann man so nicht jetzt unbedingt essen. Wie wird eine der Schulnoten vom Lehrer in Worte gefasst, bei der man sich ein Plus verdient hat? Krass mangelhaft ist einfach eine 5. Total ausreichend, ausreichend ist eine 4. Echt befriedigend ist eine 3. Und voll gut, voll betont das gut nochmal, das wäre dann ein Plus. So gesehen. Auf wen haben sich einige Ferienregionen spezialisiert? Einkaufstütenurlauber, Jutebeutelbesucher, Trolleypilger, Rucksacktouristen. Ich war gerade erst kurz verwirrt, was jetzt kommt, wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege, weil man kann durchaus manchmal auch hier voll daneben liegen, würde ich sagen, sind es die Rucksacktouristen. Ja. Wanderer und so, ich glaube, da wollen die ja so ein bisschen drauf anspielen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also deswegen. Was hat der Frosch auf jeden Fall hinter sich? Tuberkulose, Parodontose, Metamorphose oder Leberzirrhose? Ja, Metamorphose ist ja. Warte, wie. Ich weiß jetzt nicht, wie die genaue Bezeichnung dafür nochmal ist oder die Definition, aber die Metamorphose ist ja die Umwandlung, in dem Falle ja von der Kaulquappe zum Frosch. Frosch war doch eine Kaulquappe, oder? Oder wie war das nochmal? Also auf jeden Fall, sage ich mal, von einem Kleintier oder einer Larve oder wie das ja alles heißt, eben dann ja, wie man sich ja verändert. 500 Euro haben wir erreicht. 1000 Euro. Lord Kelvin hieß mit Vornamen William, Celsius hingegen genauso anders, ähnlich, umgekehrt. Also der einzige Name von den vier. Und ich hoffe einfach mal, dass es der ist anders. Also, ich glaube nicht, dass Celsius genauso hieß, ähnlich oder umgekehrt. Ich würde jetzt auf anders tendieren. Okay. Manchmal ist man echt kurz verwirrt. Mit welcher Biografie landete Promi-Reporter Paul Sahner Anfang 2015, Alter, okay, das ist lange her, in den Bestsellerlisten? Gracias Cristiano, Danke Anke, Merci Udo, Thank you, Lisbeth. Gehen wir jetzt mal logisch daran. Gracias, Cristiano. Wenn es Anfang 2015 war, so, warum sollte ein Deutscher was über einen Cristiano schreiben? Jetzt mal so gefragt.
Macht für mich jetzt nicht unbedingt Sinn. Danke, Anke. So. Also man kennt Anke Engelke, man kennt Anke bestimmt noch andere Ankes. Ich weiß nicht, wo man dann Danke zu sagen soll. Thank you, Lisbeth. Wenn man auf Elizabeth anspielen möchte, jetzt nun mal so gesehen, dann macht das zu diesem Zeitpunkt auch keinen Sinn. Logisch wäre für mich nur Merci Udo, also Danke in dem Sinne ja für Udo. Udo Jürgens würde ich jetzt mal so spontan drauf tendieren. Ihr sagt Paul Sahner gar nichts, der Reporter, wenn ich ehrlich bin. Und ich dachte erst, was kommt jetzt hier für ein Buch und für eine Biografie? Das einzig Logischste wäre für mich Merci Udo, ja, Udo Jürgens. Ich denke, das ist die Anspielung darauf. Hat ein Dreieck, einen 90 Grad und einen 30 Grad Winkel. Dann hat der dritte Winkel, ja, 45 Grad, 60 Grad, auch 90 Grad, auch 30 Grad. Ja, also, wie wir wissen, Dreieck in Winkel ergeben wie viel zusammen? 180. Wir kommen auf 120, sprich, es wird 60 Grad. Und das ist relativ einfach. Bei der Herstellung, welchen Produkts wird zuweilen die gesundheitsschädliche Sandstrahltechnik angewendet? Wollpullover? Woll, nicht Woll, Wull. Wollpullover, Lederschuhe, Filzhüte, Jeans. Boah. Okay, da muss ich jetzt erstmal überlegen. Sandstrahltechnik. Die Frage ist, was wird bei einer Sandstrahltechnik gemacht? Also, wenn ich mir Sand vorstelle, so, eine Sandstrahltechnik, dann denke ich, Sand ist ja sehr dünn und, sag ich mal, ist so durchlässig. Und dann mit einem Strahl, das heißt, man möchte vielleicht irgendwas festmachen oder man möchte etwas, oder, oh, das ist jetzt vielleicht sehr weit hergeholt schon, oder man möchte etwas lockern. Weil wir kennen ja von Jeanshosen, ja, sag ich mal, um so diesen Gummizug. Und vielleicht wird ja schon. Würdest du, weil die. Ah, nee, das ist ja gesundheitsschädlich. Nee, da macht das ja gar keinen Sinn. Oh, oder? Oh, jetzt bin ich mir unsicher. Ich war gerade so voll bei Jeans. Aber jetzt lese ich nochmal die Frage. Und da steht ja bei der Herstellung, welchen Produkt wird zuweilen die gesundheitsschädliche Technik angewendet. Das heißt, die Technik ist halt eben gesundheitsschädlich. Schädigend. Okay, eine gesundheitsschädigende Technik. Also, für mich einfach nur vom Gefühl würde trotzdem die Filzhüte ausschließen, weil es wird ja kritisiert und das ist jetzt nur so ein bisschen Metagaming und so ein bisschen nur so eine Herangehensweise. Filzhüte tragen meiner Meinung nach nicht viele Menschen, weswegen das jetzt nicht, glaube ich, dann so im Fokus steht. Wollpullover ist jetzt, sage ich mal, so ein bisschen ja die Zeit. Lederschuhe tragen viele, Jeans sowieso. So. Vom Gefühl bin ich bei Lederschuhen oder Jeans. Boah, aber benutze ich jetzt schon ein 50-50? Also ich glaube, es gibt andere Fragen, wo ich eher den Zusatz Telefon oder den Publikum-Joker nehmen würde. Und weil ich zwischen B und D tendiere, hoffe ich, dass. Nein! Och Mann, warum? Okay, das ist bitter. Ja, aussteigen werden wir nicht, also ich muss es riskieren. Aber wir googeln gleich gemeinsam, was diese Sandstrahltechnik ist. Weil das würde mich jetzt schon interessieren, weil das ist ja schädigend. Okay, auch. Boah, das kann jetzt eine kurze Folge werden. Also, gut, also fast 10 Minuten. Wir werden so oder so ja danach googeln. Weil ich das am Anfang gesagt habe, ich bleibe jetzt einfach mal bei Jeans, aber ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich gehe mit meinem ersten Bauchgefühl. Okay, es ist Jeans. Okay, was ist die Sandstrahltechnik? Sandstrahltechnik Jeans wird mir angezeigt. Okay. Sandgestrahlte Jeans. Das, ja, so.
Vorsicht beim Sandstrahlen von Jeans. Zwar impliziert der Begriff Sandstrahlen, dass die Oberflächen mit Sand angestrahlt werden, doch genau diese Strahlgut ist in Europa seit Jahrzehnten verboten. Der Grund: Die Sandstäube verursachen eine lebensgefährliche Erkrankung, die im Volksmund als Staublunge bekannt ist. In den anderen Ländern der Welt ist es dann gegen Gang und Gäbe, dass bei Sandstrahlen das Siliziumdioxid, in Klammern der Hauptbestandteil von Sand, verwendet wird. Nicht zuletzt kommt dieses Strahlmittel bei der Textilveredelung zum Einsatz. Damit soll aber jetzt Schluss sein. Die angesagtesten Jeans in der Used Optik, die leicht verwittert und abgetragen wirken, verdanken ihren Look ihren Sandstrahlen. Ah, das ist, ich sehe das ja hier auch auf so einem Bild, das ist also so diese Verfärbung. Man hat ja entweder eine hellblaue oder eine dunkle oder eine schwarze Jeans. Wenn das aber so ein bisschen, sag ich mal, so retuschiert ist, nenne ich das jetzt mal, und eben, wie ich das hier gerade vorgelesen habe, so ein bisschen abgetragen wirkt, das ist dann eben eine sandgestrahlte Jeans. Wie stylisch diese Jeans auch sein mögen, kosten sie immer mehr Arbeitern in der dritten Welt das Leben. Die großen Modefirmen lassen gerne in den Billigländern fertigen, wie in Fernost oder zum Beispiel in der Türkei. Doch allein in diesen Ländern leiden mehr als 5000 Beschädigte in den Textilfabriken an der sogenannten Staublunge. Fast 50 Menschen sind daran gestorben. Staublunge, medizinisch korrekt, Pneumokoniose, wird durch anorganische Stäube verursacht, die sich in der Lunge abspeichern. Das feine Gewebe dieses Körperorgans vernarbt dadurch und wird hart. Die Lunge kann ihre Funktion nicht mehr einwandfrei erfüllen. Für den Betroffenen bedeutet das Bronchitis, chronisches Husten und Atemnot. In vielen Fällen verläuft die Erkrankung tödlich. Bereits in mehreren europäischen Ländern läuft die Kampagne Clean Clothes für faire Arbeitsbedingungen in der Kleidung- und Textilbranche. Sandstrahlen von Textilen gerät zunehmend in die Kritik von den Aktivisten dieser Bewegung. Auf die entsprechenden Modelabels wird aktiv Druck ausgeübt und das mit Erfolg. Levi's, H&M und C&A haben bereits vor Jahren auf das Sandstrahlen im Lohn bei der Textilveredelung verzichtet. Pipe Jeans und Mango zogen ebenfalls nach. Auch Diesel schloss sich der Kampagne an. Zwar ist die Alternative, eine chemische Bearbeitung des Stoffes, ebenfalls nicht unproblematisch, gilt aber doch als weniger gesundheitsgefährdend. Für Modefirmen bedeutet der Verzicht auf Sandstrahlen einen bestimmten Verlust an Profit, der aber durch den Imagegewinn durchaus kompensiert werden kann. Interessant. Interessant. Also ich wusste nicht, dass das dann so, sag ich mal, dieses so Verwaschene ist, dass das ist. Macht jetzt im Nachhinein natürlich Sinn. Okay, was hat einen höheren Vitamin-C-Gehalt als eine durchschnittliche Zitrone? Zwiebel, Apfel, Rosenkohl oder Birne? Also Apfel, nein. Also Apfel hat nicht einen höheren Vitamin-C-Gehalt als eine durchschnittliche Zitrone. Never. So. Bei einer Birne bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Rosenkohl habe ich gar keine Ahnung. Zwiebel. Hat eine Zwiebel einen Vitamin-C-Gehalt? Würde ich jetzt gerne nachgoogeln. Nee, das ist ja nicht Sinn und Zweck. Deswegen. Okay. Oh, also wie gesagt, Apfel schließe ich für mich persönlich aus. Ach, schade, hier nicht jetzt. Hier wäre auch nochmal so ein 50-50 schlau. Also Apfel schieße ich aus. Birne bin ich mir nicht sicher, Rosenkohl auch nicht. Zwiebel weiß ich nicht. Also beim Gefühl bin ich zwischen C und D. Ich weiß halt nicht, boah. Das könnte jetzt hier so eine Fun-Frage sein. Weil da steht ja Zitrone. Und eine Zitrone ist ja Obst. Eine Zitrone hat ja schon einen sehr hohen Vitamin-C-Gehalt. So. Wie gesagt, Apfel hat... Boah, ich hoffe, ich bin da jetzt nicht... Apfel hat doch Vitamin D. Ist es Vitamin D, was Apfel viel hat? Ich sage jetzt mal Vitamin D. So, Birne. Birne ist ja etwas süßlicher. So, Vitamin C sorgt ja für... Ja, wofür sorgt nochmal Vitamin C? Überlege gerade, ob ich so irgendwie daran gehen soll. Ist Vitamin C nicht auch Zellerneuerung? Boah,
ist Vitamin C nicht auch Zellerneuerung? Also, also wenn Vitamin C Zellerneuerung ist, würde ich sagen, löst es eine Birne nicht aus. Da ich Zwiebel für mich ausschließe, gehe ich jetzt mein Risiko ein und gehe auf Rosenkohl. Ja. Ja. Oh. Ich habe zwar eine Tastatur, aber ich werde nicht gucken. Also ich finde das blöd. Welche beiden Buchstaben findet man zwar im Alphabet, nicht aber auf der hiesigen PC-Tastatur direkt nebeneinander? FGKLOPTU. Dadurch, dass ich viel schreibe, finde ich, ist das trotzdem eine einfache Frage. FG ist nebeneinander. Dann kommt daneben erst J und dann kommt KL. Das heißt, A und B ist es nicht. OP ist nebeneinander, aber zwischen T und U müsste... Willst du was überlegen? Warte mal. Warte mal. Q, W, E, R, T, W. Q, W, E, R, T, Z, U. Ah, das Z ist dazwischen. Ach, W habe ich ja gerade gesagt. Habe ich nochmal W gesagt? Ich glaube, ich habe nochmal W gesagt. Z, natürlich. Genau. Also T und U. Also ich war da zwar, aber ich wusste jetzt nicht mehr, welcher Buchstabe das ist, aber gut, ich sag mal, das ist dann doch relativ einfach. Wem ist ein Airball in der Regel besonders peinlich? Tennisspieler, Basketballer, Eishockeyspieler, Volleyballer. Also wir können eine Sache schon mal zu 100% ausschließen. Also meiner Meinung nach zumindest nur der Eishockeyspieler. Also ich würde sagen, der Eishockeyspieler, den können wir ausschließen, weil Airball ist Luftball. Das heißt, jemanden ist ja etwas in der Luft peinlich. So, ein Tennisspieler ist könnte der Airball sein, wenn der Ball sehr, sehr schnell kommt, weil er in der Luft geschlagen wird. Oder eben Volley. Vielleicht ist ja ein Volley. Ja, nee, aber das macht. Aber warum sollte es einem peinlich sein? Also wir sind auf jeden Fall entweder bei Tennis, Basketball oder Volleyball. So. Also Tennis, habe ich gerade überlegt, könnte das mit dem Volley sein. Jemand schlägt rüber und dann, anstatt dass der einmal auf den Boden aufkommt, nehme ich den direkt Volley. Warum sollte aber dieser Ball dann für einen peinlich sein? Vielleicht, weil das nicht unbedingt gang und gäbe ist? Weiß ich nicht. Basketballer. Was könnte im Basketball ein Airball sein? Ich kenne Begriffe wie Duncan. Ja, Duncan. Geil, Daniel. Also, ein Begriff denn. Nur Duncan. Nee, was könnte dann Airball sein? Weil das ist ja einem eher peinlich. Warum sollte sowas jemandem peinlich sein? Volleyball. Volleyball, boah. Warum sollte es einem peinlich sein? Ich werde hier einen Joker nehmen, weil ich gar keine Ahnung habe. Ich nehme das Publikum. Okay, also, wie ihr vielleicht hier seht, ich kann mich aber auch kurz zur Seite schieben. Wie ihr seht, wir haben 17% bei Tennis. Eishockey nur 1%, das war klar. Volleyball 8%, aber 74% Basketball. Okay, es ist Basketball. Airball. Komm, wir gucken nochmal eben hier auch gemeinsam nach. Airball Basketball. Als Airball wird der Wurfversuch eines Spielers im Basketball bezeichnet, bei dem der Ball den Korb komplett verfehlt und weder den Ring noch das Brett der Korbanlage berührt. Der Begriff ist negativ konnotiert. Ah, und gerade hier bei Freiwürfen. Gerade wenn du einen Freiwurf hast im Basketball. Okay, ich bin ehrlich, ja. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, hätte man drauf kommen können. Hätte man drauf kommen können. Wir könnten jetzt theoretisch zweimal den Joker verwenden.
Wofür wurden 2014 insgesamt 67.763 private Anträge in Deutschland gestellt? 2014, okay. Asyl, Rente mit 63, Einsicht von Stasi-Akten, Elterngeld. Ja, ich habe keine Ahnung. Das Gute ist, ich habe zwei Joker noch. Macht es mehr Sinn, jemanden anzurufen? Ich klicke ja hier drauf. Ich rufe jetzt ja nicht jemanden an, so hallo, hallo. ich würde nur für mich so spontan eine Sache ausschließen. Weil, also, boah, vielleicht irre ich mich da jetzt vom Jahr. Aber war das mit der Rente mit 63 nicht früher? War das nicht sogar schon 2013 oder 12? Oder 2015? Also, ich würde gerne nur danach mal eben kurz googeln, wann das war. Das tut mir leid, aber Rente mit 63. Wann wurde das eingeführt? Zweitausendsechzehn wurde das eingeführt. 2016 war es. Gut, habe ich aber auch schon ja für mich ausgeschlossen. So, das heißt, es kommt für mich Asyl, Elterngeld oder Einsicht von Stasi-Akten. Also wie gesagt, ich werde einen Joker nehmen, aber ich will trotzdem so für mich mal kurz überlegen. 67.000, das klingt, finde ich, nach wenig. Und Asyl. Die Grenzen wurden aufgemacht 2013, 14. Das heißt, das ist für mich auch zu wenig. Das eine war noch nicht. Die 67.000 ist zu wenig für Asyl. Sprich, es müsste C oder D sein. Ich nehme meinen Telefonjoker. Ich würde auf Einsicht von Stasi-Akten tippen. Sicher bin ich mir da aber nicht. Ich werde dann die Stasi-Akten nehmen. Nice. Ich glaube, das ist selten der Fall, dass mal deine Joker einem eine falsche Antwort gibt. Oh, ich muss nur zwei Fragen beantworten, oder? Oh, das heißt, wir könnten jetzt auf jeden Fall auch wieder Joker nehmen, müssen aber die Millionenfrage selbst beantworten. Okay, welche beiden heutigen DAX-Unternehmen wurden von dem 1844 in Erfurt geborenen Karl von Thieme gegründet? Daimler und BMW, E.ON und RWE, Munich RE und Allianz, Bayer und BASF. Boah, warte. Karl von Thieme, DAX-Unternehmen. Welche beiden heutigen DAX-Unternehmen? Okay, das heißt, wir sprechen hier über DAX-Unternehmen. Das Ding ist, klar, ich kann jetzt, aber das Ding ist Daimler und BMW. Auch wenn das, also das alles sind zwar auch DAX-Unternehmen, aber man kennt ja eben zum Beispiel hier das Energieunternehmen E.ON. Man kennt Daimler und BMW als Autohersteller. Man kennt Allianz als Versicherung. Man kennt Bayer als, was ist Bayer nochmal? Ist das auch eine Versicherung? BASF ist, glaube ich, ein Chemiekonzern. Ich glaube das. Ich weiß es jetzt nicht bei allen hundertprozentig. Bei ein paar weiß man das ja eben so. So, jedenfalls. Welche beiden heutigen DAX-Unternehmen wurden von dem Achso von Thieme gegründet? DAX-Unternehmen gegründet. Ich werde hier meinen letzten Joker nehmen. Ich kann hier für mich gerade nichts ausschließen oder so. Munich RE und Allianz 100%. Ihr wartet. Da. Ja, dann sage ich danke und wir kommen zur Millionenfrage. In welchem Schmuse-Pop-Klassiker heißt es wörtlich übersetzt, schuldige Füße haben keinen Rhythmus? Schuldige Füße haben keinen Rhythmus. Eternal Flame, Careless Whisper. I will always love you, nothing compares to you. Warte, was heißt denn nochmal schuldig? Warte mal, Feet, haven't arisen, nee, das klingt falsch. Feet have got no risen.
Her feet have got no rhythm. If I... Because I know I will be, and I will always love you. Bis jetzt das ganze Lied von I will always love you durchgehen. Aber so ganz spontan würde ich das ausschließen. I will always love you. Da wird nichts mit Füßen gesungen. Was heißt denn aber schuldig? Ich wollte gerade sagen innocent. Nee, das ist ja unschuldig. Was ist ein innocent cent? Nee. Was ist... Ich komme gerade nicht auf schuldig, auf das englische Wort von schuldig. Tut mir echt leid. Nothing compares to you. Kenne ich nur diesen Refrain. Nothing compares. Nothing compares to you. Eternal Flame. Careless Whisper. Wenn ich von den beiden Liedern jetzt überhaupt mal eben Sätze im Kopf habe, ich bin gerade so, ich habe gerade so einen Blackout dahingehend. Also spontan, wenn ich jetzt bis hierhin gekommen wäre in der Sendung und ich mir nicht sicher bin, ich weiß nur C ist es für mich spontan nicht, ich würde jetzt hier aussteigen und die 500.000 mitnehmen. Okay, pass auf, folgendes. Ich würde jetzt hier aussteigen und sage, ich nehme die 500.000 mit. So, jetzt müsste ich mich entscheiden, weil jetzt sagt Günther auch, jo. 500.000 für ihn hier, für den jungen Herrn, und dann nehme ich das Geld mit. Worauf wärst du denn jetzt gegangen? Hätte ich so gesagt. I will always love you ist es für mich nicht. So. Nothing compares to you würde ich auch ausschließen. Entweder ist es Eternal Flame oder Careless Whisper. Ich gehe auf Eternal Flame. Es ist Careless Whisper. Zum Glück bin ich in dem Sinne ausgestiegen. Klar, hier steht jetzt 500, aber ich bin jetzt in dem Sinne ausgestiegen. Ich habe 500.000 Euro gewonnen. Meine Lieben, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's mal wieder hier gefallen. Ja, jetzt bin ich hier so mittendrin, aber ist ja egal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn dem so ist, dann zeigt es sehr, sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Hättet ihr das jetzt in der letzten Frage gewusst? Ich hab gerade kein nichts. Was heißt jetzt schuldig? Das will ich zumindest mal eben hier kurz wissen. Schuldig. Englisch. Guilty. Natürlich. Guilty. Alter. Guilty Pleasure, sagt man. Ja. Also, Guilty Feet have got no reason? Jetzt mal diese Zeile. Warte mal. Careless. Whisper. George Michael, natürlich. Das Lied ist von George Michael. I feel so unsure. Ich glaube, ich habe das. Ja, hier, pass auf. I feel so unsure. As I take your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen and it says goodbyes. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Oh, ich kam halt aber auch nicht auf die Melodie. Ich kam halt aber auch echt nicht auf die Melodie. Ich kam nicht auf die Melodie. Meine Lieben, das war's hier mit diesem Video. Ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst es auch noch um da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Vielleicht zu Wer wird Millionär, vielleicht eben zu... aber auch hier Timeguesser, je nachdem, wir werden sehen. Und von daher, ich wünsche euch einen schönen Tag und mir wird nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor, ciao, liebe Top-Familie, bis zum nächsten Mal und rein und tschüss.